You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I want. I never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, cause I've never been so high. Follow me to the dark, let me take you past the satellites. Only you can set my heart on fire, on fire. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fitting in, fitting out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is the holy grail of God's fine. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I let you say. Ich helfe dir hier runter, komm. Wir gehen runter zur Jury. Es ist ein schönes Gefühl, wenn man es hinter sich hat. Hammer. Ist gut? Hammer. Und du hast gar keine kalten Hände, weder schwitzig, was? Nee. Sehr cool eigentlich. So, da stehen wir bei der Jury. Wir wollen mal gucken, was die zu sagen haben. Ja. Mein lieber Heino, wir fangen auf der rechten Seite an. Ja, Love Me also, Like You Do aus dem Film 50 Shades of Grey. Was fandst du besser, das Buch oder den Film? Also das Buch habe ich nicht gelesen, den Film fand ich toll. Aber ich muss sagen zu Viviana, du bist jetzt erst 17 Jahre, du fängst jetzt erst an. Also ich kann dir nur sagen, das ist eine ganz große Karriere vor dir. Ich mag dich, du bist toll, für mich sensationell. Antoine, wie war dein Empfinden? Wie hast du sie wahrgenommen? Ich finde es ein Riesenbrett, oder? Sehe ich es falsch? Viviana, ich glaube an dich. Du hast ein Riesentalent. Und mit deinem Alter dreimal Daumen hoch. Mandy. Auch bei dir ging es unglaublich früh los. Du kannst das vielleicht ein bisschen vergleichen. Sie ist doch wirklich schon sehr, sehr weit für ihr Alter, oder? Ganz genau. Vor 10 Jahren hat meine Karriere hier angefangen. Wir waren hier in Ischgl. Und um ganz ehrlich zu sein, Selbstbewusstsein war damals ein Fremdwort für mich. Ich bin wirklich so beeindruckt. Du bist so natürlich talentiert und oh, wirklich vom Herzen. Ich glaube, du bist dafür geboren. Also du bist Danke. Geboren, auf der Bühne zu stehen. Dankeschön. Die Italiener halten zusammen. Dieter, wenn einem ein Rohdiamant in dem Alter mit solchen Talenten bereits auf dem Tisch liegt, streckt man da nicht schon seine Fühler aus? Sagt man nicht, du, pass auf, egal was du machst, wir machen was zusammen irgendwann? Ich finde wirklich, sie ist ein Naturtalent. Wenn ich sie jetzt so sehe, wie sie jetzt aussieht mit 16,
und mir dann damals die Auftritte von Mandy anguckt, wie die damals aussah, und das jetzt hochrechne, wie Mandy jetzt aussieht, dann wirst du Miss World, ja, was die Optik angeht. Und klar, sie ist ein Rohdiamant, aber ich finde, sie ist mehr wert als ein Diamant und sie ist natürlich auch mehr wert als die Kronjuwelen von DJ Antoine. Ich sage jetzt dir, eine große Karriere voraus. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergeht, aber du bist eine begnadete Sängerin auf jeden Dankeschön. Fall. Dankeschön. Sie können, meine Damen und Herren, die Karriere von Viviana natürlich nicht unmaßgeblich mit anschieben, indem Sie heute für Sie anrufen. 01379 100102 ist deine Telefonnummer. Und jetzt hast du die Gelegenheit, noch einen Aufruf an die Fans zu starten. Ja, liebe DSDS-Fans, bitte, bitte ruft für mich an. Ich möchte hier weiter auf dieser Wahnsinnsbühne stehen und euch mein Talent zeigen. Und ich weiß nicht, ruft einfach für mich an. 01379 100102 für Viviana. Vielen lieben Dank. Hammer, ich habe keine Worte für. Alter, hast du super gemacht. Geil auf der Bühne. Wie hast du das Gefühl? Hammer.